wird sie wohl einen herzlichen guten Morgen heute an diesem doch geschichtsträchtigen Tag, und zwar dem 13. August, und zwar 2022, zu Reinis Zeitgedanken. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder zu Losung und Lehrtext zusammenfinden an diesem Tag, und es geht bei diesem oder bei diesen zwei Worten Gottes nicht nur um damalige Zeit, sondern um auch diesen heutigen 13. August. Ja, am 13. August 1961 geschah etwas, was die Menschen eigentlich nie vergessen sollten. Kurz zuvor sagte Walter Ulbricht, niemand hat hier vor, eine Mauer zu bauen. Man hat sie dann gebaut und dann man hat dieses Deutschland geteilt in zwei Teile und hat Familien geteilt, man hat Mauern in den Köpfen festgesetzt. Und wir wissen, dass an dieser Mauer, an dieser Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten circa 1000 Menschen wohl ums Leben gekommen sind. Es ist unglaublich, was diese Mauer für ein Leid nach sich zog und was Menschen erdulden mussten. Und das, weil die Menschen eine Lüge nicht erkannten, sondern wohl dachten, dass ihr Staatsoberhaupt die Wahrheit spricht. Wir fallen heute, glaube ich, wieder auf enorme Lügen rein, und ich möchte als Betroffener, ich komme aus diesem einen Teil Deutschlands, nämlich aus Ostdeutschland, ich möchte allen, die heute diesen Stream schauen, sagen, dass eine einzige Lüge Unglaubliches nachziehen kann, das Leid der Menschen, die Unfreiheit. Es kann Träume zerstören, und damals war es ja so, dass wir noch leben konnten, aber trotzdem in einer Diktatur unterwegs gewesen sind. Was heute anvisiert wird, ist der Versuch erneut mit viel, viel Lügen etwas zu verschleiern, was uns dann vielleicht in eine der ersten weltweiten Diktaturen führen könnte. Und ich möchte aufrufen und ich möchte Mut machen, die Augen zu öffnen und wirklich genau hinzuschauen, was hier im Moment läuft. Viele Menschen haben es leider noch immer nicht begriffen, dass Politiker sehr, sehr häufig nicht die Wahrheit reden und dass sie schon gar nicht für das Volk da sind, sondern für eine ganz andere Gruppe von Menschen unterwegs sind, die ihre Pläne und ihre Träume und Visionen verwirklichen möchten. Der 13. August, ein Tag, der mir selbst 30 Jahre die Freiheit nahm. Und das, was uns am meisten dort drückte, war wohl, dass man nur noch die Gedanken als frei betrachten konnte. Man konnte nicht mehr reden, was man wollte. Man war nicht geduldet, wenn man einen anderen Weg ging, als die Obrigkeit vorschrieb. Man war verfolgt, wenn man irgendwie dazu aufrief, mal darüber nachzudenken, was eigentlich in diesem Land geschieht und wer an der Obrigkeit da wirklich das Sagen hat. Eine Geschichte, die mich immer noch betroffen macht, und desto mehr macht es mich betroffen, wenn heute Menschen, die sowas noch nie erlebt haben, ja, die Anzeichen übersehen und vielleicht auch eine Geschichte entstehen lassen, die dann ganz, ganz viel Leid für eine Generation, für zwei oder für drei Generationen oder vielleicht auch für immer nach sich ziehen würde. Denn heute ist das Ausmaß nicht nur eine Mauer, ist nicht nur eine Trennlinie zwischen zwei Staaten, sondern heute hat der Versuch, der auch mit Lügen gestartet wird, zum Ziele, dass man womöglich nicht nur die Menschheit zum großen Teil ausrottet, sondern dass man die Menschheit, die noch übrig bleibt, für immer vollkommen überwachen und unterdrücken kann. Der 13. August, also ein Datum. Ich bin gespannt über die Reden, die heute gehalten werden, ob man darauf hinweist. Wir wissen, dass man ja heute schon so weit ist, dass man nicht mehr alles sagen darf, ohne Zensur zu erfahren. Wir werden sehen, wir werden ja einmal schauen, was da alles auf uns zukommt. Ich kann nur an diesem Tag mahnen, und jetzt kommen natürlich wie gewohnt die zwei Bibeltexte. Aber bevor wir die einblenden, möchte ich noch auf das Bild im Hintergrund verweisen. Das ist bei Koblach in Österreich direkt am Rhein gelegen, auf einer Wiese gestern aufgenommen von mir, und ich musste daran denken, dass die Störche, die Vögel, ihre Freiheit nutzen konnten, damals als die Mauer nach oben gezogen worden ist, und sie werden auch weiterhin ihre Freiheit nutzen können,
wenn sie überhaupt am Leben bleiben. Heute ist das Ausmaß, was uns vorgestellt wird und was uns vor Augen geführt wird, so viel größer, dass wir eigentlich längst schon wach sein müssten und sagen müssen, nicht mit uns. Aber wir werden sehen, jedenfalls geplant ist Schlimmes. Und am 13. August, wenn wir da an die Mauer denken, können wir auch daran denken, dass die Freiheit uns vielleicht erneut genommen wird und die Vögel, die Störche, die hier ja in einer ganz großen Zahl auf der Wiese sind, die haben mich daran erinnert, wie wichtig es ist, frei zu sein, keine Grenzen zu haben, sagen zu können, was man möchte, reisen zu können, wohin man möchte. Und nun schauen wir doch mal in die Texte, ich blende sie natürlich wieder ein. Da heißt es, der Knecht Gottes sprach, ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Das ist ein Vers aus einem Gottesknechtslied aus dem Alten Testament. Und wir wissen ja, dass es da unterschiedliche Bezugspunkte gibt. Die Juden beziehen das auf das Volk Israel, teilweise andere natürlich auch wieder auf den Messias, der vielleicht noch kommt. Und wir Christen haben diese Gottesknechtslieder eindeutig auf Jesus Christus bezogen und die Inhalte, sie sollten uns wohl recht geben. Jesus Christus ist einen Weg gegangen, der nichts gescheut hat, weil er seine Menschen liebte. Er hat sogar das mit dem Leben bezahlt. Er hat sogar Schmach und Speichel ertragen müssen. Er musste wirklich buchstäblich durch die Hölle und er hat aber dort den Sieg davongetragen und hat damit eigentlich für alle Menschen die Freiheit zurückgegeben. Eine Freiheit, die uns keiner mehr nehmen kann, auch nicht mit einer Mauer, auch nicht mit einer Diktatur. Eine Freiheit, die in Gott ruht und diese Freiheit ist größer als alles, was wir hier auf Erden sehen und finden. Sie weist nämlich in die Zukunft und sie macht deutlich, Gott wird euch in diese Freiheit holen, auch wenn ihr hier vielleicht unterdrückt und eingesperrt werdet. Also ein ganz großes Wort und ein ganz großes Bild, das uns deutlich macht, was Gott in die Waagschale geworfen hat, was er wirklich zeigt an Liebe, an Größe, damit wir Menschen endlich dann die große Freiheit erleben dürfen. Und wer nämlich sich dessen bewusst ist und an diesen Gott glaubt, der wird auch spüren, dass er hier eine Freiheit bekommt, die schon alles übersteigt. Und das war unser Trost und unsere einzige Hoffnung auch in der damaligen DDR, dass wir uns frei fühlten, weil wir wussten, wir haben Gott auf unserer Seite und hat deshalb auch die Mauer nicht einschüchtern können, sondern sie hat uns im Gegenteil immer vor Augen gehalten, dass Widerstand angesagt ist und dass man mit seinen Gedanken, mit seinen Worten gefragt ist. Und wir sind wirklich auch teilweise gefährliche Wege gegangen und Gott hat uns dort behütet und beschützt. Kommen wir zum zweiten Wort. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ist aus dem Johannesevangelium genommen. Und da ist auch ein großer Text natürlich angedacht. Da kommt Jesus zu Johannes an den Jordan und dort sieht Johannes, dass das Lamm Gottes ist, also Gottes Sohn ist. Und er tauft ihn ja und sieht dabei den Heiligen Geist auf ihn niederkommen in Form einer Taube. Und das ist doch ganz deutlich, dass Gott in dieser Welt eben nicht als Herrscher kam, sondern als einer, der befreit, der die Lasten auf sich nimmt, der sich vor der Dunkelheit nicht fürchtet, der sich vor den Repressalien nicht gefürchtet hat, sondern für seine Menschen das Allergrößte getragen hat und tatsächlich dann diese Freiheit für uns geschaffen hat. Im Alten Testament, wenn man da in den Kontext liest, da ist es noch hochinteressant, dass es heißt, die Feuer legen, werden dann durch dieses Feuer auch umkommen. Und wir fragen uns manchmal, was ist passiert mit den Verantwortlichen, die damals die Menschen 30 Jahre in die Diktatur eingesperrt haben? Sind sie zur Verantwortung gezogen worden? Was ist mit den Menschen geworden, die tagtäglich über andere Macht ausüben und sie missbrauchen? Wir sehen, dass in dieser Welt
diese noch nicht immer durch das eigene gelegte Feuer umkommen, aber wir haben die Zusage Gottes, dass er am Ende richten wird. Und so ist es wahrscheinlich nicht unsere Aufgabe, Hass zu schüren und auch nicht, sage ich mal, zu versuchen, dass sie dann letztlich durch ihren eigenen gelegten Brand umkommen, sondern diese Zusage hat uns Gott gegeben, dass er richten wird. Und so können wir eben auch in unserer Freiheit ganz getrost und frei sein und sagen, wir brauchen uns nicht um das Richten zu kümmern, sondern wir dürfen die Freiheit von Gott in Anspruch nehmen, dürfen sie leben, dürfen sie in diese Welt tragen und wir brauchen nicht zu fragen, mit was man uns droht, wie man uns einschüchtern möchte und was man uns alles nehmen würde oder könnte oder nehmen möchte, sondern wir sind gefragt, aufrecht und voller Zuversicht, aber auch ganz in diesem, was wir sehen, unterwegs zu sein, Gottes Wort zu verkündigen und diesen Menschen auch zu sagen, dass sie untergehen werden, wenn sie die Gesetze Gottes so verletzen. Und ich kann nur Mut machen, an diesem 13. August heute nicht nur zurückzuschauen und zu sagen, ja, da gab es mal eine Diktatur in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern ich möchte Mut machen, heute in die Zeit zu schauen und zu sagen, wir sind bereits schon im Anbruch einer weltweiten Diktatur und es gilt, dass wir diese verhindern und wieder zur Demokratie zurückfinden und unseren Glauben in dieser Welt proklamieren, bekannt machen und die Menschen einladen, anders unterwegs zu sein als zerstörerisch und in der Unterdrückung unterwegs zu sein, sondern tatsächlich in der Liebe Gottes, die dann auch natürlich von der Vergebung lebt und die den anderen Menschen immer auch als Kind Gottes achtet. Ich wünsche uns, dass wir nicht nur heute, sondern auch in Zukunft diese Freiheit der Störche im Hintergrund wieder geschenkt bekommen, dass wir sagen können und reisen können, wohin wir wollen, was wir wollen, und dass wir wieder in einer friedlichen Gesellschaft unterwegs sein können, wo einer den anderen achtet. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in alle Ewigkeit. Ich wünsche einen bedächtigen 13. August, der uns nicht nur in die Vergangenheit führt, sondern in die Zukunft und der uns in der Gegenwart die Augen öffnet und uns zeigt, was es gilt zu tun. Werden Sie gesund, bleiben Sie gesund, passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie mit Gott verbunden. In diesem Sinne grüßt Sie ganz herzlich Ihr Reini von den Zeitgedanken.